Hallo und willkommen beim Schießstand. Ich habe seit Dezember die Sony A7R Mark III im Einsatz. Und durch die Vorstellung der neuen Sony A7 III steht natürlich auch das Zubehör für die neue Generation an Kameras im Fokus. Genauer die neuen UHS-II Speicherkarten, die man in dieser Generation für Kamera verwenden kann. Und genau darum geht es in diesem Video. Was bedeutet das eigentlich? Was gibt es zu beachten bei der Kartenwahl? Und was bringt das in der Praxis? Also wie viel schneller speichert eure Kamera die Fotos auf der Karte? Und natürlich gibt es davon auch irgendwelche Vorteile im Videomodus. UHS-II ist der Nachfolger zu UHS-I. Und UHS-I, also Ultra High Speed 1, ist quasi das, was ihr so in den letzten Jahren an Speicherkarten zu kaufen bekommen habt. Unterscheiden könnt ihr die Karten auf der Unterseite. Eine UHS-I-Karte hat dort 9 Kontakte und eine UHS-II-Karte hat eine zweite Reihe mit 8 zusätzlichen Pins. An sich sagt UHS-I oder UHS-II noch gar nichts über die tatsächliche Geschwindigkeit aus, nur über die maximal mögliche. UHS-I Speicherkarten mit ihren 9 Kontakten auf der Rückseite übertragen maximal 104 MB pro Sekunde. UHS-II Karten mit ihren 17 Kontakten schaffen 312 MB pro Sekunde in der Theorie. Aber das sind nur theoretisch mögliche Werte, die von keiner Speicherkarte in der Praxis erreicht werden. Dadurch, dass UHS-II auch mehr Pins hat, sind natürlich auch neue Speicherkartenlesegeräte nötig. Ich habe hier eins von Sony, das MRW-S1. Und dann noch eins von Transcend, was aber etwas langsamer ist. Meine Tests am PC habe ich alle mit dem Sony Speicherkartenlesegerät gemacht. Die Geschwindigkeit der Karten wird in Klassen eingeteilt. UHS Speed Class 1 entspricht dem älteren Class 10 Label. Die Karte muss also mit mindestens 10 MB pro Sekunde schreiben. Und UHS Speed Class 3 entspricht 30 MB pro Sekunde. Aber auch wenn eine Speicherkarte so ein Label nicht hat, kann sie trotzdem schnell genug sein. Denn die Label wurden erst nach und nach eingeführt. Wenn ihr zum Beispiel eine schnelle Karte von vor 5 Jahren besitzt und die hat kein Class 1 oder Class 3 Label, kann sie trotzdem schnell genug für beides sein. Mit UHS-II wurde dann noch eine neue Klassifizierung der Geschwindigkeit eingeführt, die Video Speed Class. Video Speed Class 10 entspricht der alten Class 10 oder UHS Speed Class 1, also 10 MB pro Sekunde. Video Speed Class 30 entspricht UHS Speed Class 3, also 30 MB pro Sekunde. Und dann gibt es für 6K und 8K Video noch Video Speed Class 60 und Video Speed Class 90. Und wieder heißt es aber nicht, dass eine Karte, die das Label nicht hat, dafür nicht schnell genug ist. Die schnellste erhältliche UHS-I Karte, diese SanDisk Extreme Pro hier, liest und schreibt mit 95 MB pro Sekunde. Ist also theoretisch schnell genug für Video Speed Class 90. Aber da es keine UHS-II Karte ist, ist das größte der Gefühle ein UHS Speed Class 3 Label für lächerliche 30 MB pro Sekunde. Links zu den Speicherkarten, über die ich hier rede, findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Wenn eine Karte so ein Klassifizierungslabel hat, muss sie auch definitiv diese Geschwindigkeit durchgehend konstant erreichen. Zusätzlich zu den Speed-Class-Labels geben die Hersteller aber auch selbst noch ihre Geschwindigkeiten auf den Karten an. Hier zum Beispiel 290 MB pro Sekunde, 150 MB pro Sekunde, 90 und 95 MB pro Sekunde. Das sind aber theoretische Werte, die meistens gerade mal so im PC am Kartenleser erreicht werden. Viel wichtiger ist aber die Frage, was davon die Karten auch auf die Straße bringen, also welche Vorteile ihr davon in der Kamera habt. Als Karte für den UHS-II-Slot meiner A7R Mark III habe ich mich für eine Karte im Mittelfeld entschieden. Zwischen der günstigen Sony SFM und den teuren, aber sehr guten Sony SFG oder SanDisk Extreme Pro Karten. Die Adata Premier One in 128 GB liegt mit ca. 150 Euro in einem akzeptablen Preisrahmen, ist aber momentan wegen der erhöhten Nachfrage relativ schlecht lieferbar. Lasst euch also bloß nicht abzocken. Auch 150 Euro sind immerhin noch das Dreifache der schnellsten UHS-I Karte in 128 GB. Die Karte hier hat übrigens das Video Speed Class 90 Label, das derzeit höchstmögliche Speed Class Label und ist theoretisch für alle zukünftigen Aufgaben geeignet. Die Karte soll mit 290 MB pro Sekunde lesen und mit 260 MB pro Sekunde schreiben. Im Kartenleser am PC schafft sie das auch fast. Viel interessanter finde ich aber, wie viel dieser potenziellen Geschwindigkeit denn überhaupt von der Kamera genutzt wird, bzw. genutzt werden kann. Wir reden hier immerhin theoretisch von einer dreimal so hohen Lesegeschwindigkeit und einer 2,3-mal so hohen Schreibgeschwindigkeit im Gegensatz zu einer UHS-I Karte. Also testen wir das Ganze mal in der Kamera mit Dauerfeuer von 42 Megapixel RAW-Bildern und dem anschließenden Speichern. Erstmal die beiden UHS-I SanDisk-Karten, die ich hier habe. Die SanDisk Extreme ohne Pro speichert die 82 Bilder in 49 Sekunden. Das entspricht 69 MB pro Sekunde und ist gar nicht so weit entfernt von den knapp 80 MB pro Sekunde, die die Karte am PC im Kartenleser macht.
Die Pro-Version hier schafft es, die 82 Bilder in nur 46 Sekunden zu speichern. Das entspricht 73 MB pro Sekunde, also gerade mal 4 MB schneller als die ohne Pro. Das spiegelt so ungefähr auch die Vorteile, die man direkt im Kartenleser hat, wider. Dass UHS 2 nicht immer unbedingt schneller ist, zeigt sich mit der Alexa 1000X Karte hier. Eine UHS 2 Karte, die zwar im PC mit 150 MB pro Sekunde liest und mit 100 MB pro Sekunde schreibt, aber in der Kamera habe ich mich dann ganz schön gewundert, denn sie war es in 66 Sekunden mit dem Schreiben fertig. Hat also gerade mal mit 51 MB pro Sekunde kopiert. Mit Abstand der schlechteste Wert hier im Test. Ihr seht, man kann also auch bei UHS 2 Karten richtig in die Tonne greifen. Und das trotz UHS Speed Class 3 Label und den deutlich besseren Übertragungsraten am PC. Aber ich habe hier auch noch eine Karte, zu der ich euch nur eingeschränkt raten kann. Die Sony SFM Serie soll der gute Mittelweg zwischen den teuren SFG und den einfachen UHS 1 Karten sein. Kostet ca. 100 Euro und ist damit ein ganz guter Deal für eine UHS 2 Karte. Am PC hat die Karte aber schreibend leider nur 60 MB pro Sekunde statt der versprochenen 100 MB pro Sekunde erreicht. Dafür liest sie sogar schneller als angegeben. Aber die Schreibleistung am PC spielt kaum eine Rolle, denn die Karte war in 41 Sekunden mit dem Schreiben in der Kamera fertig, was 83 MB pro Sekunde entspricht und deutlich mehr ist, als was die Karte im PC erreicht. So gesehen ist es aber trotzdem nur 5 Sekunden schneller als die nur halb so teure UHS 1 SanDisk Extreme Pro. Interessant wird es dann bei meiner Highspeed ADATA UHS 2 Karte. Die schlägt natürlich am PC alle anderen, sollte sie auch. Aber auch in der Kamera ist sie mit Abstand die schnellste Karte. Nach beeindruckenden 32 Sekunden ist der Puffer wieder leer, das heißt 106 MB pro Sekunde. Das ist zwar immer noch deutlich weniger als was die Karte eigentlich kann, aber trotzdem ganz klar am schnellsten. Die Kameras können die neuen UHS 2 Karten also kaum richtig ausreizen. Der Vorteil ist natürlich trotzdem, dass der Puffer schneller wieder leer wird. Aber die Frage ist, ob ihr das wirklich so dringend braucht. Denn ihr könnt die Kamera natürlich auch während der Puffer leer geschrieben wird weiterhin zum Fotos machen verwenden. Also außer wenn ihr wirklich schnelle Bewegungen unbedingt im Dauerfeuer festhalten müsst, gibt's kaum einen Grund, das 3- bis 6-fache für eine schnelle High-End UHS 2 Karte auszugeben, nur damit der Puffer am Ende 14 Sekunden schneller wieder leer ist. Versteht mich bitte nicht falsch, an der Speicherkarte sollte man auf keinen Fall sparen. Aber eine gute, schnelle und zuverlässige UHS 1 Karte kostet eben mal nur einen Bruchteil einer UHS 2 Karte. Jetzt ist natürlich noch die Frage, was das Ganze für Video bringt. Und ich kann euch sagen, absolut gar nichts. Außer vielleicht, dass ihr die Karte noch in den nächsten 3, 4, 5 Jahren weiterverwenden könntet. Diese Sony Kameras hier nehmen 4K mit 100 Mbit pro Sekunde auf und für 100 Mbit pro Sekunde reicht eine UHS Speed Class 3 Karte, also Video Speed Class 30 oder konstante 30 MB pro Sekunde Schreibleistung. Video Speed Class 60 oder 90 sind hier absolut nicht nötig. Auch die langsame Lexa UHS 2 Karte hier aus dem Test schafft es problemlos 4K Video zu speichern. Einzig Panasonic's GH5 profitiert mit ihren 400 Mbit pro Sekunde theoretisch von den extrem schnellen Karten. Links zu den hier erwähnten Speicherkarten findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr über diese Links einkauft, verdienen wir ein bisschen Provision. Ich hoffe, ich konnte euch über UHS 2 und seine Vorteile etwas aufklären. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Like und euer Abo da. Tschüss, bis zum nächsten Mal.